Ich finde es sehr beeindruckend, die Symptome, die Patienten mit einem primären Hyperparathyroidismus haben, wie Antriebslosigkeit und Müdigkeit. Und sie haben diese Symptome häufig über 2 Jahre, bevor die Diagnose eines primären Hyperparathyroidismus gestellt wird. Und ich finde beeindruckend, dass nach der Operation, wenn diese Patienten aufwachen, ist die Müdigkeit und die Antriebslosigkeit komplett weg. Und es gibt nichts Schöneres für einen Chirurgen, als zu sehen, was man erreicht hat mit einer Operation, und es tritt sofort ein.